届け届け闇を抜けて光さす君のもとへ笑顔を持って今も生きて後悔がないように遠回りしたあの場所から夢を追いかけ直してみた不安だ届け霧を抜けて僕を待つ君のもとへ強い心と綺麗な目をこれからも守るからね Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Wie ihr sicherlich aus meinem Unboxing mitbekommen haben dürftet, habe ich jetzt endlich Room Factory Oceans bekommen. Und ich muss sagen, diese Einleitung war es doch wirklich wert, den Mund zu halten. Ich bin einfach nur begeistert, entzückt über die Grafik, die ja wieder mal atemberaubend und oh, toll ist. So. Einfach mal aufs Spiel gehen. Das wird wieder eins meiner unzähligen Projekte, wo ich nicht weiß, ob ich es überhaupt zu Ende führen werde. Ich habe den ersten Teil eigentlich noch nie zu Ende gespielt. Oh mein Gott. Wahnsinn. Die 3D-Animation ist echt gelungen. Wow. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie ich mit dem Kampfsystem zurechtkommen werde. Hinter dir! Ja, das hören wir häufiger in diesem Spiel. L1? Lass das mir. Geh du nur weiter. Sicher? Wow! Zwei Schwerter. Das nenne ich mal eine Neuerung. Also ich glaube, sonst hätte man keine Schwerter. Also mit X springe ich, habe ich gerade festgestellt. Okay, und mit der Viereck-Taste greife ich an.
ich höre englische Stimmen. Puh. Das hätten wir. Wohl gesprochen. So wie es aussieht, geht das Intro-Video weiter. War wohl nur eine kleine Einführung ins Kämpfen. Scheint sowas wie ein Altar zu sein. Es ist an dir. Ich hab's. Mir wäre es lieber gewesen, wenn sie die japanischen Stimmen behalten hätten und deutsche Untertitel. Echt geil. Also wie gesagt, ich kann nur sagen, die Grafik ist wahnsinnig geil gemacht. Guck dich nur an, wie die Bäume hier in Szene gesetzt sind. Auch hier das Licht und... Ach, irre. Also wenn es weiter so mit der Grafik geht, würde ich sagen, hat sich das Warten gelohnt. Oh, geil, Eichhörnchen! Oh, nein, ich hätte hier. Guten Morgen. Good morning. Oh, was ist denn los? Dein Bezaubern, der bester Freund, bringt dir Mittagessen und alles, was du sagst, ist, was ist mit dir los? Bezaubernd? Adorable. Wer hat denn gesagt, dass du bezaubernd bist? Und wieso, und wieso magst du mir immer Mittagessen? Ich bin kein Kind. Ich kann für mich selber sorgen. Oh, ich weiß echt nicht, warum ich mir überhaupt die Mühe mit, mache, wenn du immer so undankbar bist. Also, ich bin irgendwie hungrig. Also, danke. Siehst du? War das so schwer? Ja, ja, gib es einfach her. Ich muss weiter. Okay, okay, schön. Wo hilfst du denn heute? Oh, auf Webers Feldern. Es dürfte etwa 30 Minuten dauern, mit dem Boot hinzufahren. Zuvor muss ich noch um sicheres Geleit am Drachenschrein bitten. Oh, wirst du deine Erdverbündeten Macht nutzen, um seine Feldfrüchte schneller wachsen zu lassen? Das ist echt toll! Hi, genau. Aber manchmal wünschte ich, es gäbe hier noch einen anderen Erdverbündeten. Es ist viel Arbeit, alle mit den Feldfrüchten zu helfen. Aber ich gebe mein Bestes. Guter Junge! Hey, wieso behandelst du mich immer wie ein Kind? Was? Oh, Epic Beast, ey! Wow! Also da werden ja einige Drachenfreunde auch sehr begeistert über das Spiel sein. Wenn es sie da häufiger gibt. Oh, ich glaube, wir haben einen neuen Erddrachen.
Ja, ich glaube, du hast recht. Ich weiß, sie sind die Wächter dieser Insel. Aber ich denke nicht, dass wir so viele brauchen. Oh, Chris sagt, sie werfen so viel Schatten, dass er seine Wäsche nicht mehr trocknen kann. Also besser zu viel ertragen als keine, schätze ich. Du hast recht. Grafik. Hey, did you see that? What? Same sequence. What's happening? Look out! No matter when we are in time. Present, past, or future, this is our homeland. Always. Whenever our homeland is in danger, we will protect it. We'll never give up. Because this is our island. These are the people we love. Etwas irritierender Spruch, den ihr gerade da so gehört habt. Also zumindest bin ich noch nicht ganz hintergestiegen. Jetzt sehen wir erstmal hier ein verschlafenes Städtchen. Ein Teich oder so mit einem fetten Baum davor und wir liegen im Gras und schlafen, wie es aussieht. Oh, die Wolken. Oh, geil, ey. Von einer Welt. Und warte mal, was ist? Hey, geht's dir gut? Ja, ich bin okay, aber wo bist du? Ich kann dich nicht sehen. Dann kannst du mich nicht sehen. Du kannst mich nicht sehen. Ich stehe neben einem großen Baum. Davor ist ein Teich. Wie? Das klingt nach dem Ort, an dem ich bin. Was ist denn los? Wenn du dich versteckst, dann komm doch heraus. Du bist hier derjenige, der sich versteckt, oder? Nicht ich. Oh, da bist du ja. Warte, wie konntest du sehen? Wieso warst du? Ich verstehe, du versteckst dich im Teich. Na, typisch, du spielst Spielchen wie immer. Hey, zu so einer Zeit würde ich keine Spielchen spielen. Außerdem, wie könnte ich unter Wasser atmen und reden? Hör auf, mich auf die Arme zu nehmen. Ich komme jetzt und hol dich. Hey, das ist kalt. Und wieso hat sich meine Hand gerade bewegt? Was? Wieso sieht meine Hand aus wie deine? Sag mir jetzt nicht, ich bin
Was ist los? Wer bist du? Du kommst mir nicht bekannt vor. Ja, wir sind gelandet und hier ist unser erster Dorfbewohner, beziehungsweise Bewohnerin. Soweit ich weiß, ist sie auch eine Heiratskandidatin. Hm, ich habe einen weißen Blitz gesehen und jetzt bist du hier seltsam. Hey, wir sind nicht seltsam. Oh, entschuldige. Ich bin Odette. Ich führe ein Gasthaus in der Nähe. Hey, wenn du vorhast, eine Weile zu bleiben, dann kannst du in meinem Gästezimmer wohnen. Das wäre wirklich eine große Hilfe. Mein Name ist... nee, ganz bestimmt nicht Aiden. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Löschen geht so. Ich muss mal gucken, ob der Name, den ich mir denke, den passt. Ja, cool. Da ich ja hier scheinbar ein männlicher Charakter bin, nenne ich mich mal Kenshi. Wie? Das ist ein ungewöhnlicher Name. Schön, dich kennenzulernen, Kenshi. Und ich bin... Dann nennen wir dieses Mädchen mal nach meinem Vornamen. Tita. Schön, dich kennenzulernen, Tita. Warte, wer war das gerade? Wer hat das gerade gesagt? Na komm, Tita, hör auf mit dem Quatsch und komm raus. Es ist nur, das klingt jetzt sehr merkwürdig, aber genau genommen bin ich. Ich sitze gerade in Kenshis Körper fest. Ja, komisch. Was? Das ist das Lächerlichste, was ich je gehört habe. Aber es stimmt. Und ich kann deinen Körper steuern. Sieh nur zu. Mein Körper, du bist in... Glaubst du mir jetzt? Aber wie kannst du dabei so ruhig bleiben? Es ist etwas verquer, aber... Das stimmt, aber... Wir müssen uns erst dann damit abfinden. Was sollen wir sonst tun? Toll, Tita. Ich wusste gar nicht, dass du so unerschütterlich bist. Oh, danke! Das ist eine ziemlich verrückte Situation, aber ich denke, Tita hat recht. Wir können momentan nicht viel tun. Komm du erst mal mit mir. Klasse, dann gehen wir! Hey, wer hat dich zum Anführer ernannt? Was, du willst nicht gehen? Nein, ich glaube, du hast recht. Was können wir sonst machen? Hi, dann haben wir das ja auch geklärt. Ich möchte noch etwas vorbeischauen, bevor ich zum Gasthaus bringe, okay? Willst du mitkommen? Sicher. Okay, dann folgt mir. So, bevor wir jetzt die Gegend erkunden, mache ich erstmal Schluss für den ersten Part. Ich hoffe, ihr seid genauso neugierig auf die nächsten Parts wie ich. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Tita Kenshi.